So, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich glaube, vor 4 oder 5 Wochen haben wir ja diese Reihe angefangen, die Frucht des Geistes aber, die uns im Galater 5, 22 vorgestellt wird. Wir werfen sie gerade hier mal an die Wand. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Heute wollen wir uns Freundlichkeit und Güte anschauen. Nicht, weil mir die Zeit langsam ausgeht oder weil ich Angst habe, dass ihr irgendwann sagt, ja, immer nur ein Vers, da geht ja gar nichts nach. Aber ich glaube, Freundlichkeit und Güte gehören quasi zusammen. Ja, Freundlichkeit so in diesem Verständnis innerlich, ob ich dieses habe, und Güte letztendlich ist das, was ganz praktisch sich nach außen hinwendet. Ich weiß nicht, wie es euch so ging. Wir haben, wie gesagt, das ist nur ein Vers, aber ich denke, da ist ganz, ganz viel Sprengstoff drin. Ja? Wenn wir so schauen an die Freude, ja? Wir sollen uns freuen und haben plötzlich festgestellt, dass Paulus sagt, das ist ein Gebot, das ist nicht nur ein ist, wenn kann oder wenn es die Umstände erlauben, sondern Paulus sagt, wir sollen uns freuen alle Zeit. Und abermals, und das findet ihr sonst nirgends in der Bibel, unterstrichen, und abermals sage ich euch, freut euch. Ja, ein einzigartiges Gebot. Wir haben uns Frieden angeschaut und haben festgestellt, dass wir Menschen unter Frieden meistens eher sowas wie Waffenruhe verstehen. Ja, also Frieden ist dann, wenn wir nicht unmittelbar aufeinander schießen. Aber Gott versteht unter Frieden etwas gänzlich anderes. Gott versteht unter Frieden dieses Shalom, dieses ich wünsche dir Segen, ich wünsche dir ein gerütteltes Maß von Gottes Segen. Und Peter hat es heute in der Bekanntmachung schon vorgestellt und vielleicht noch einmal einfach um diesen Schwerpunkt da drauf zu legen. Wir möchten dieses Laubhüttenfest feiern, weil wir sagen, wir sind gesegnet. Ja, das Laubhüttenfest ist für die Juden so wie das Erntedankfest. Und sie feiern eine ganze Woche lang und sagen, Vater, danke für diesen Segen, den wir dieses Jahr haben durften. Und diesen Segen, den möchten wir hier einfach ganz praktisch auch feiern. Es gibt so schöne Feste, biblische Feste, und sagen, wir möchten sie ja nicht nur kultivieren, sondern wir möchten sie wirklich ganz praktisch feiern. Deswegen im Anschluss, wenn ihr Salat machen könnt, Peter hat es gesagt, oder Suppen, so wie letztes Jahr, Pizzasuppe, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber war sehr, sehr lecker, Kürbiscremesuppe, das ist jetzt in der Zeit immer wieder ganz hype, dann bleibt da, wir machen noch eine Liste fertig, dass wir so ein Stück weit planen können, wer was mitbringt und dass wir wirklich dann, dass jeder ja, gesegnet, satt an Geist und an Seele wirklich wieder von hier gehen kann. Und sonntags drauf wollen wir dann ganz praktisch auch diesen Erntedank-Gottesdienst feiern, wo wir sagen, wir möchten von dem Segen, den wir bekommen haben, weggeben. Wir werden das Opfer nächste Woche zum Erntedank-Gottesdienst einsammeln und werden es komplett zum einen an die Missionare geben, beziehungsweise den AVC und an dieses Missionskrankenhaus in Peru. Also wenn ihr sagt, okay, ja, ich habe da noch so den ein oder anderen Euro und ich weiß noch nicht, wohin mit dem, dann bringt den mit, dass wir andere Menschen segnen können. Das ist das, was wir eigentlich mit diesem Erntedank-Opfer-Segen machen wollen. Ja, dann haben wir uns Freude angeschaut, Friede, Langmut. Langmut war das letzte Mal dran. Langmut, herausfordernd. Nicht nur geduldig sein, ja, sondern langmütig ist, auch in schwerer Not zu sagen, und ich halte an meinem Gott fest. Langmut zieht zum Kreuz. Und heute also Freundlichkeit und Güte. Ich finde, das ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Wer jetzt gerade so ein bisschen Nachrichten anschaut, der merkt sehr,
sehr schnell, dass es mit der Freundlichkeit bei uns Menschen ganz schnell zu Ende sein kann. Ja, wenn man jetzt gerade so ein bisschen politisch sich einfach, ja, man muss noch nicht einmal wirklich tief stöbern, sondern man merkt, wie ganz schnell so die Gefühlslage bei dem einen oder anderen sehr schnell ans Ende kommt. Und ich denke, immer dann, wenn wir unter Druck sind, ja, unter Stress, dann zeigen wir ganz schnell, wie es eigentlich in uns wirklich so ausschaut. Und das ist insofern gerade eigentlich, denke ich, ja, nicht nur spannend, sondern eigentlich ist es ein Stück weit beschämend, gesagt, weil ich selber habe auch Kinder und man versucht, den Kindern ja zu sagen, okay, was ist gut, was ist richtig und was ist falsch, was ist nicht angemessen. Und plötzlich stellt man fest, wenn, ohne diese Leute jetzt verurteilen zu wollen, aber wenn dann Leute, die eigentlich als Vorbildfunktion dienen, ganz anders agieren, wie es eigentlich, ich möchte sagen, gesellschaftlich korrekt wäre, dass da gar nicht sehr viel übrig bleibt. Ja? Und deswegen heute eigentlich vielleicht so als Aufhänger umso mehr wollen wir uns Freundlichkeit anschauen, was Gott unter Freundlichkeit versteht. Ich glaube, Gott möchte durch seinen Geist in uns Freundlichkeit kultivieren, unser Charakter schulen und verändern, weil es letztendlich die Eingangstüre ist für andere Menschen. Es gibt, ich weiß nicht, ob Gandhi diesen Spruch wirklich getätigt hat. Die Quellen, ja, so ein bisschen Internet und so, die sind da sehr, ich möchte sagen, kann sein, kann aber auch nicht sein. Auf jeden Fall wurde Gandhi einmal wohl von einem Missionar gefragt, wie es denn mit ihm so stehen würde, von seinem Leben, auch das Leben, das er ganz praktisch gelebt hat, dieser gewaltlose Widerstand, ob er nicht Christ werden möchte. Und darauf soll Gandhi geantwortet haben, wisst ihr, ich mag euren Christus, aber ich mag euch Christen nicht. Ihr Christen seid so ganz anders wie euer Christus. Und das ist sehr spannend, diese Aussage, wenn Gandhi sie so getätigt hat. Ich habe kein Problem mit eurem Jesus, ich habe kein Problem mit eurem Glauben, aber wenn ich in das Leben von euch Christen schaue, dann sehe ich da plötzlich einen Widerspruch. Ihr seid nicht echt. Und deswegen lehne ich euren Glauben eigentlich ab. Warum soll Freundlichkeit in unserem Leben kultiviert werden? Nun, ich möchte sagen, damit andere Menschen in uns Gott erkennen können. Dass sie nicht so wie Gandhi sagen, ich lehne euch ab, weil ihr seid nicht echt, sondern eher in dem Sinn, ich habe vielleicht Probleme mit diesem Jesus. Ich glaube noch nicht so wie du, aber wenn ich dein Leben sehe, wenn ich dein Leben von außen betrachte, so wie du handelst, wie du agierst, dann finde ich das spannend, ich bin da davon nicht abgestoßen und ich komme zum Hinterfragen, was macht es aus, dass du so freundlich bist anderen Menschen gegenüber? Ja, weiß nicht, könnt ihr das so verstehen? Unser Leben soll letztendlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ganz praktisch ausdrücken. Wir sollen quasi lebendige Zeugnisse für unseren Herrn Jesus sein. Ja? Wir haben ja dieses neue Wort und Geist bekommen. September-Ausgabe befasst sich nur mit Evangelisation. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Der eine sagt, ah, ich bin nicht so der Evangelist. Ich möchte gar nicht so mit anderen Leuten denen auf die Füße treten und ihnen von Jesus erzählen, ich habe da Angst davor. Sag, nein, dein Leben redet so viel lauter wie alle Worte aller Evangelisten zusammen.
Und wenn wir es hinbekommen, dass wir wirklich diese Liebe, diese Freundlichkeit Gottes in unserem Leben widerspiegeln können, dann sind wir schon Evangelisten, ohne dass wir ein Wort gesagt haben. Glauben sollte sich also quasi ganz konkret, ganz praktisch in unserem Leben auswirken. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Frucht des Geistes in unserem Leben kultivieren. Jakobus bringt es mal ganz konkret in seinem Brief auf den Punkt, in dem er sagt, im Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 17, wer aber keine Werke hat, also nichts Praktisches vorzuweisen, über den könnte man doch sagen, dass sein Glaube tot ist. Frucht des Geistes. Wir haben diese ganze Liste und bitte versteht mich da nicht falsch. Es geht hier nicht darum, dass der ein oder andere sagt, okay, ich pick mir jetzt so Freude aus, ich freue mich eigentlich ganz schön, wenn die Sonne scheint, da habe ich schon ein bisschen Übung drin und das mit dem Langmut, geduldig sein, na, das stell mal lieben hinten an, sondern versteht diese Sammlung wirklich wie ein Obstsalat. Ja? Nicht wie ein Fruchtkorb, wo man sagt, okay, ich nehme halt die Trauben raus, die Äpfel lasse ich liegen und die Birnen, die schmecken mir auch nicht so, dafür nehme ich eine Pflaume raus, sondern versteht diese Frucht des Geistes, also nicht Früchte, nicht Mehrzahl, sondern Frucht des Geistes, eher wie so ein Obstsalat. Und letzten Endes geht es darum, entweder ich esse ihn mit allem, was da drin ist, oder aber ich esse ihn nicht mit allem, was da drin ist. Ja? Die Frucht des Geistes ist das übernatürliche Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben. Und das macht die Sache eigentlich unheimlich spannend, weil wir können keine dieser verschiedenen Eigenschaften in unserem Leben selber kultivieren. Ja? Wir können nicht sagen, streng mich jetzt an, dass ich besonders geduldig werde, sondern das, was wir hier lesen, das ist das, was Gott in uns wirken möchte, indem er uns Stück für Stück Jesus ähnlicher macht. Wie kann ich nun zulassen, dass der Geist Gottes das macht? Oder ist das wirklich so? Und ich habe euch eine Bibelstelle, die möchte ich euch vorlesen, aus dem Johannesevangelium, die das einfach nochmal unterstreicht. Und die passt eigentlich auch sehr gut jetzt in unsere Jahreszeit, in die Ernte. Ganz berühmte Rede von Jesus aus dem Johannesevangelium, diese Ich-Bin-Worte. Und ich lese sie euch vor, Johannes 15, die Verse 1 bis 5. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um meines Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kurz gesagt, Gott möchte unseren Charakter durch seinen Geist verändern. Er möchte uns Jesus ähnlicher machen. Wie kann ich nun diese Frucht des Geistes in mir kultivieren, indem ich ganz eng an Jesus bleibe? Das ist das, was Jesus sagt im Johannesevangelium. Bleibt in mir und ich in euch und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Viel Frucht. Ihr werdet überschwänglich haben. Nun also zu dieser Frucht des Geistes der Freundlichkeit. In unserem Sprachgebrauch, ich habe das mal gegoogelt, da bedeutet Freundlichkeit
oder wird Freundlichkeit bezeichnet als allgemeiner, im allgemeinen Sprachgebrauch und in der Sozialpsychologie das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten eines Menschen. Ich habe es euch vorhin zum Eingang quasi schon gesagt, das ist quasi das, was wir jetzt gerade so in der politischen Ebene mehr und mehr verlieren. Es sind Wahlen, Landtagswahlen in Bayern und so langsam liegen die Nerven einfach blank, wenn man den Umfragewerten von dem einen oder anderen dann so zuhören darf und plötzlich gibt es da nur noch ganz wenig wohlwollende oder respektvolles Miteinander, sondern es geht einfach ganz, ja, Ärmel hoch und ich muss pieksen, damit ich wahrgenommen werde. Gott versteht was völlig anderes von Freundlichkeit. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, weil als ich das so vorbereitet habe, dachte ich, oh, wie falsch ich all die Jahre lag. Ja? Für mich war Freundlichkeit auch so, ja, okay, im Englischen würde man sagen, vielleicht nice, ich bin nett. Wenn ich nett bin, dann bin ich freundlich und dann ist es das, was es so ausmachen sollte. Aber Freundlichkeit hat nichts mit Nettigkeit zu tun, gar nichts. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Im Psalm 145 heißt es, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Und David fährt dann fort im Vers 14, der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Und vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass du hierher gekommen bist und dass du auch sagst, du, ich bin eigentlich gebeugt. Ich gehe letztendlich mit einem gebeugten Rücken, weil die Alltagssorgen, die Lasten, die das Leben mir so täglich aufbürdet, mich einfach nach unten drücken. Und Gott sagt zu dir, ich stütze dich und ich richte dich wieder auf. Ich habe noch weiter nachgeschlagen, einfach mal, weil ich wissen wollte, Herr, wo kommt Freundlichkeit bei dir vor? Was verstehst du unter Freundlichkeit? Und ich bin im Propheten Hosea fündig geworden. Hosea, der ist ein bisschen versteckt. Ja, wir haben diesen Jesaja, Jeremia und Hesekiel, diese großen Propheten Gottes. Und dann kommen die sogenannten kleinen Propheten. Und Hosea war auch nur ein, ja, das passt eigentlich nicht, war ein kleiner Prophet. Nicht nur, sondern war ein kleiner Prophet. Und Hosea, ja, hat unheimlich viel Reden Gottes in seinem Brief. Und das, was ich euch jetzt vorlese, das ist nicht das, was Hosea berichtete, ja, was er dem Volk sagte, sondern wir hören jetzt, was Gott sagte. Und im Hosea 11, sagt Gott zu seinem Volk, als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden von mir ab. Den Balen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Wie ist die Situation? Gott ruft sein Volk. Und wer im Alten Testament einfach einmal liest, der wird feststellen, er ruft sie immer und immer wieder. Und wenn wir diesen Text so nehmen, wenn wir diese Rede Gottes nehmen, Gott unterstreicht, ich liebe mein Volk. Und so geht es uns allen heute. Gott hat ein Ja zu uns Menschen, aber je mehr Gott seine Geschöpfe uns ruft, umso mehr wenden wir uns von Gott ab und gehen unseren eigenen Wegen nach. Und in der damaligen Zeit war es so, dass das Volk Israel Götzendienst betrieb und der Baalskult war wahrscheinlich mit
einer der schlimmsten Kulte überhaupt. Neugeborene wurden verbrannt, um diesem Baal zu opfern. Also schlimme, ganz schlimme Zeit. Und Baal sagt, Gott sagt zu seinem Volk, je mehr ich euch zu mir rief in meiner Liebe, umso mehr seid ihr von mir davon gelaufen. Und ich denke, die Parallelen zu unserer heutigen Zeit, zu unserem Leben, sind nicht wirklich von der Hand zu weisen. Je mehr Segen uns Gott schenkt, umso mehr gehen wir unsere eigenen Wege. Umso mehr kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ich habe das selbst in der Hand. Es ist immer wieder erstaunlich, auch in unseren Gemeindekreisen, wir beten sehr, sehr viel für Kranke und wir schauen, dass wir kommen mit unseren Bitten vor Gott, aber wir bekommen als Feedback nur ganz selten, dass jemand an den Punkt kommt und sagt, Vater, ich danke dir, dass du in meinem Leben eingegriffen hast. Ich danke dir, dass du Situationen in meinem Leben verändert hast. Wir vergessen sehr schnell unseren Schöpfer, wenn wir ihn nicht brauchen. Und Gott fährt dann weiter im Vers 2. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab, wandten sie sich von meinem Angesicht ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, also das Volk, der sie auf seine Arme nahm, aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Also wir haben diesen Gott, der sich um sein Volk kümmert, und auf der anderen Seite sehen wir, dass das Volk von Gott eigentlich gar nichts wissen möchte. Was ist also Freundlichkeit? Freundlichkeit ist Gott, wie er sich seinem Volk zuwendet und immer wieder aufs Neue segnet und im Umkehrschluss ein Volk, das Gott ablehnt und es in offener Rebellion zu seinem Schöpfer lebt. Freundlichkeit hat also nichts damit zu tun, was ich zurückbekomme, sondern Freundlichkeit ist ein liebender Gott, der sich selbst verschenkt, ohne darauf zu achten, wie der Empfangende auf ihn reagiert. Seht ihr, Gott wird uns nicht die Arme ausreißen, um uns zu sich zu ziehen. Ja? Gott ist kein gewalttätiger Gott. Stattdessen begegnet uns Gott immer wieder in seiner Freundlichkeit und Güte aufs Neue und möchte mit seiner Güte und mit seiner Liebe und Freundlichkeit uns eigentlich zu sich ziehen. Und wir sehen dasselbe auch im Neuen Testament. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, Gott war so, Altes Testament, aber Neues Testament, wie wirkt sich das im Neuen Testament aus? Und da sagt Jesus im Lukas-Evangelium ganz spannende Worte, die unheimlich viel Konfliktpotenzial eigentlich in unserer heutigen Zeit haben. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. So ist Gott. Das ist, was Gott unter Freundlichkeit versteht. Gottes Freundlichkeit ist nicht abhängig davon, von der Zustimmung oder von der Ablehnung derer, denen er seine Freundlichkeit offenbaren möchte. Gott verschenkt sich selbst. Und immer wieder, wenn wir in den Evangelien nachlesen, und einfach mal vielleicht ausschmökern, wie Jesus
in seiner Zeit mit den Menschen agierte, wie er interagierte, da stellen wir plötzlich ein ganz anderes Bild zu unserer heutigen Zeit fest. Jesus hatte keine Mühe mit Menschen, die ihm eigentlich nichts geben konnten. Mir fiel dort die Geschichte ein von Jesus und der Ehebrecherin. Ich weiß nicht, ob er diese Geschichte so kennt. Jesus ist auf einem Marktplatz und er tut das, was er immer tat. Er redete von dem Reich der Himmel. Und plötzlich kam eine Menschenmenge auf ihn zu und sie schleiften quasi eine Frau mit und sagten, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Und das Gesetz macht es sehr einfach. Sie sollte gesteinigt werden. Und Jesus ruhte in sich selbst. Und er fing an, mit einem Stock auf den Boden zu schreiben. Und die Menschenmenge um ihn herum, sie sagten, nein, Jesus, wir wollen jetzt ein Urteil. Wir wollen jetzt wissen, wie reagierst du darauf? Das Gesetz sieht vor, dass sie gesteinigt wird. Wie reagieren wir jetzt darauf? Jesus, was ist dein Urteil über diese Frau? Und Jesus schrieb weiter auf den Boden. Und als die Umstehenden lasen, was Jesus so auf diesen Boden schrieb, und ja, Theologen meinen, dass er die 10 Gebote einfach auf den Boden schrieb, da wurde es ganz still in der Menschenmenge. Da wurde es ganz still und einer nach dem anderen ging plötzlich von diesem Platz weg. Am Schluss war nur noch Jesus und diese vermeintliche Ehebrecherin dort auf diesem Platz. Und jawohl, wenn wir die 10 Gebote nehmen, dann müssten wir sagen, Jesus hätte alles Recht gehabt, einen Stein zu nehmen und diese Frau zu steinigen. Was die Bibel über Jesus sagt, ist, er hielt alle diese Gebote. Aber wie war seine Reaktion? Er fragte, wo sind alle deine Ankläger? Wo sind die Menschen, die dich anklagen wollten? Die Frau antwortete, sie sind alle weggegangen. Und die Reaktion von Jesus oder die Antwort war dann, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Freundlichkeit und Güte sind in Gott definiert. Und in dem Handeln seines Sohnes sehen wir ganz praktisch, wie Freundlichkeit und Güte im Alltag aussehen sollten. Und Freundlichkeit und Güte wachsen in unserem Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Seht ihr, außerhalb der Gnade Gottes sind wir alle natürlich belastet mit unseren Alltagssorgen. Das ist natürlich, wir haben unsere eigenen Pläne, wir haben unsere eigene Vergnügung und wir haben unsere eigenen Sorgen, die uns umgeben. Und das ist sicherlich zu einem gewissen Maß ganz natürlich. Aber warum haben wir diese Sorgen? Nun, die Wahrheit ist sicherlich, weil wir Gott auch den Rücken zeigen. Weil wir in unserem Alltag sehr oft unsere eigenen Wege gehen. So wie es Gott durch den Propheten Hosea zu seinem Volk auch sagte. Als Israel jung war, liebte ich es und aus Ägypten habe ich doch meinen Sohn gerufen. Als wir jung waren, liebte uns Gott und er hat uns bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt hierher gebracht. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich von meinem Angesicht,
so oft ab. Und sie gingen ihre eigenen Wege und räucherten den Götzenbildern. Wir kümmern uns sehr gerne um uns selbst. Es gibt so diesen Ausdruck, dieses geflügelte Wort, jeder denkt nur an sich. Nur ich denke an mich. Und das macht sicherlich Sinn, weil einer muss sich ja um mich kümmern. Und das ist ein Stück weit unsere Natur. Ich möchte euch so vielleicht mit in ein Bild nehmen, wenn ein neuer Kinofilm anläuft, ja, und 12 Menschen vor der Kinotüre stehen und dann der Ticketverkäufer herauskommt und sagt, es passen nur noch 7 rein. Und ich bin die Nummer 7. Kümmern mich dann die Personen 8 bis 12? Nein, ich habe kein Problem. Ich habe noch einen Sitzplatz. Alles ist in Ordnung. Und das ist sicherlich, wenn wir in unseren Alltag schauen, das Normale, wie wir leben. Spannend wird es nur und wir rufen dann auch doch nach Hilfe, wenn wir auf den Plätzen 8 bis 12 stehen und feststellen, dass die Tür sich vor uns schließen wird. Ich glaube, wenn Freundlichkeit und Güte unser Leben definiert, dann beginnt Gottes Geist unser Herz zu verändern. Und ich habe sehr oft jetzt schon dieses Beispiel von dieser Raupe und dem Schmetterling gebracht. Und wir werden umgestaltet. Ja, die Bibel sagt, wir werden umgestaltet in dieses Ebenbild von Jesus Christus. Als Gott ausrief, siehe, es ist alles sehr gut, sah er uns nicht als Raupen, die alles nur auffressen. Und das ist die Natur von einer Raupe, dass sie frisst. Sondern Gott sah uns als Schmetterlinge, die eigentlich nur dazu da sind, um die Schönheit Gottes zu reflektieren in seiner Schöpfung. Wenn Freundlichkeit und Güte in unserem Herzen wachsen, dann wirst du ein echtes Interesse für deinen Mitmenschen bekommen. Du wirst beginnen, so wie Jesus Menschen liebte, du wirst beginnen, auch Menschen zu lieben. Für das, was sie sind, nämlich Geschöpfe Gottes und nicht für deren Stellung oder für das, was sie dir vielleicht an Vorteile oder Guten bringen können. Ja? Ich habe mich versucht zu erinnern, an wen erinnere ich mich gerne. Und ich weiß nicht, bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Wir erinnern uns immer wieder gern an unsere Großeltern zum Beispiel. Und warum? Weil sie uns immer wieder so viel Güte zeigten. Ich weiß, bei meiner Oma, da gab es immer Süßigkeiten für mich. Nicht, weil ich die verdient hätte, sondern einfach nur, weil sie so war, wie eine Oma ist. Ich kann mich auch noch sehr gut an einen Lehrer erinnern, der die tollsten Experimente mit uns machte. Und wo andere wirklich immer wieder sagten, Chemie, das macht gar keinen Spaß und ist nur blöde Lernerei. Wir hatten die coolsten Experimente, weil sich dieser Lehrer unheimlich viel Zeit für uns genommen hat und immer wieder fragte, wie kann ich es schaffen, dass ich diesen, 30 Schülern meine Freundlichkeit zeigen könne. Und so, glaube ich, wenn ihr in euch selber hineinschaut, fallen euch auch ganz, ganz viele Menschen ein, die euch freundlich begegnet sind, die euch Güte gezeigt haben. Und ich glaube, Freundlichkeit und Güte sind das, an was sich die Welt erinnern wird, auch wenn wir lange schon gar nicht mehr da sind. Ich habe noch eine
Geschichte. Und die möchte ich euch ein Stück weit vorlesen. Und zwar haben wir auch schon mal hier behandelt, gibt es diese Endzeitreden von Jesus am Ende der Tage. Ja? Die Jünger waren immer gespannt und haben Jesus ja, fast schon genervt und haben gesagt, wie wird es sein am Ende der Tage, wenn du wieder da bist? Und Jesus antwortete einmal mit folgenden Worten und ich möchte sie euch gerne vorlesen. Und er sagt, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen und alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, aber Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Wann warst du durstig? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Wann warst du nackt? Wann warst du im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich gemacht. Plötzlich wird es ganz praktisch. Wie soll Güte ausschauen? Und wem soll ich Güte zeigen? Jesus sagt, den Geringsten, denen, die eigentlich nichts verdienen. Und da schließt sich dieser ganze Kreis, denn wenn wir an das Kreuz schauen, stellen wir sehr schnell fest, dass wir es nicht wert waren und auch nicht verdienen. Und er ging an dieses Kreuz aus Freundlichkeit und Güte zu uns, weil er uns mit seinem Vater versöhnen wollte. Ich habe es gesagt gehabt, was dieser Text jetzt nicht machen soll, ist, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt, nehmen wir diese Gefängnispassage, wir brauchen jetzt unbedingt einen Gefängnisdienst, der ist gut, ja, und das ist lobenswert, ich schätze das sehr, was Heinz macht. Ich muss das jetzt machen, damit ich auch in den Himmel komme, ja. Wir werden nicht gerecht durch das, was wir tun. Aber was der Text sagt ist, und auch Galater 5, 22 ist, es ist normal, wenn ich Christ bin, dass der Geist Gottes mich verändert. Und Freundlichkeit und Güte werde ich aufgrund der Veränderung in meinem Leben meinen Mitmenschen zeigen. Ja, ist das verständlich? Also nicht dieses Joch jetzt darüber, wir müssen uns jetzt in den Himmel arbeiten, ja, sondern runter von diesem, mit diesem Joch und sagen, nein, es ist natürlicher Auswuchs in meinem Leben, wenn ich Christ bin, dass ich Freundlichkeit und Güte anderen Menschen zeigen werde. Und es fängt ganz praktisch an, mit dem wir zum Teil manchmal so viel Schwierigkeiten haben, mit der Vergebung meinem Nächsten gegenüber. Dieses, ich lasse mein Recht gegenüber dem anderen los,
und gebe ihn frei, obwohl ich Recht hätte, dass er mich bezahlt. Dass ich sage, nein, du musst aber, weil du hast mir etwas Falsches getan. Ich gebe ihn frei und sage, ich möchte ihn der Güte Gottes empfehlen. Und es verändert unser Leben. Ich habe euch gefragt gehabt bei der Freude, können wir uns vorstellen, wie unser Leben ausschauen würde, wenn wir uns von heute an nur noch freuen würden? Und der eine oder andere, der hatte damals schon gelacht und hat gesagt, Hilfe, das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Aber auch hier diese Frage, wie würde unser Leben, wie wird sich dein Leben verändern, wenn Freundlichkeit und Güte dein Leben von heute an bis in alle Ewigkeit folgen werden. Wenn du anderen Menschen in Freundlichkeit und Güte begegnest, wenn du sie segnest durch deine bloße Gegenwart. Und ich glaube, unsere Gesellschaft, unsere Welt hat es so nötig, dass das Volk Gottes wirklich erkennt und lernt, wir sind nicht ausgestattet mit den gleichen Eigenschaften wie diese Welt, sondern wir möchten und wir sollen Gottes Geist in uns wirken lassen, damit sich diese Welt verändern kann. Dass diese Welt wirklich zum Guten hin sich verändern kann. Dass Freundlichkeit und Güte uns auf unserem Weg folgt und wir zum Segen für andere Menschen werden. Amen.